ESA War New York, Astralis gegen Optic Gaming. Unsere letzte Partie des Abends, unsere letzten Finalteilnehmer für die Playoffs und mit dabei immer noch Venom und meine Wenigkeit, Herr Tobias Jitko Stoll. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. So, wir haben das letzte Spiel für den heutigen Tag vor unseren Augen und es wird als erstes DE Nuke sein. Die zweite Map habe ich schon wieder vergessen. Nein, es ist das 2, glaube ich. Und die letzte ist Vertigo. Ach du heilige mein Maria. Oh ja, 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 ja. Aber soweit wird es, denke ich mal, nicht kommen. Nee. Denn Astralis sollte gegen Optik eigentlich den Vorteil besitzen. Aber am Ende ist es dann doch wohl wieder eine Überraschung. Ja. Wie man es immer wieder so schön kennt, Counter-Strike. So, besonders Astralis ist allgemein auf Nuke immer noch ein sehr solides Blatt Papier, auf was man bieten kann. Tja. Absolut. Also das Blatt Papier kann auf jeden Fall so das ein oder andere Hochhaus tragen. Dementsprechend sind wir mal gespannt, wie das Ganze verlaufen wird. So. 20 Sekunden übrigens Freestyle. Fällt mir jetzt gerade mal wieder auf. Ja, kann man schöne Kamerafahrten einblenden. Ja, ist auch wirklich. Kann sich die Reifen anschauen. Ich finde das gut, 20 Sekunden ja. Freestyle. Auch für die Teams vor allen Dingen. Ja. Wenn sie da natürlich nicht genug Zeit haben, haben sie ja immer noch die Option, ein Timeout zu ziehen. Das in dem Fall aber eigentlich meistens nicht nötig ist, es sei denn, du hast wirklich Situationen, wo du nochmal genau besprechen musst, da das Geld einfach knapp ist. Sommerjisk sehr aggressiv unterwegs auf Außen. Fast noch TSS mit rausgenommen, aber das hat er nicht geschafft. Na, da natürlich auch mal kurz den Hinweis, TSS Config, MSL, Nico und Cajun B. Gegen das Team von Astralis. Ja. TSS ist sozusagen der neue Spieler oder der aktuelle Zugang bei Optik. Da ist man ja auch fleißig immer am Durchwechseln. Hat sich jetzt auf das Lineup festgelegt mit Config, MSL, Nico und KGB als Grundstock und TSS ist sozusagen das Testobjekt. Aber da scheint sich ganz gut hier einzubürgern in diesem Lineup. Sorry. Test, Test. Nee. Hallo, hallo. Das hat seit gestern, seit dieser extremen Übersteuerung, hat das hier immer so ein kleines Kratzen manchmal im linken Ohr. Ist total anstrengend. Deswegen. So, Ladies and Fellas, 2-0. Man hat aber hier erstmal Waffen bei Optik. Auf der anderen Seite sind nicht allzu viele Rifles am Start, aber die SMG scheint zu reichen. Glaive nur mit einem Frag, zieht sich dann auch wieder zurück, möchte nicht overcommitten und das ist immer der große Vorteil. Genau. Also, das dänische Duell. Sonst sehe ich die Waffen nicht. Sorry. Ja, genau so. Genau so stand's. Ja, das dänische Duell. Das dänische Duell ist natürlich immer auch ein Duell der Ehre und des Ruhms. Nicht nur des Weiterkommens. Das dürfen wir nicht vergessen. Oh, oh. Da Cajun B nochmal mit dem Versuch. Und fast kriegt er da sogar nochmal die Runde etwas spannender gestaltet. Es gibt nicht nur das dänische Bettenlager, sondern auch das dänische Headshot-Lager. Und im Hintergrund sehen wir wieder die weibliche Schiedsrichterin. Ja gut, eine Schiedsrichterin ist in der Regel weiblich, aber ja, haben wir bisher nicht gesehen. Wir haben sie heute noch gar nicht gesehen, ja, fand ich. Jo, da denkt sich die ESL, den ganzen Tag haben wir den Sound geil gemacht. Flippen wir mal auf dem letzten Match nochmal aus. So, meine liebe Damen und Herren, 3-0, der Spielstand. Astralis hat damit schon die erste Waffenrunde von Optik abwehren können. Und wenn du sowas natürlich schon mal abwehren kannst, ist die halbe Miete erledigt. Das Ganze jetzt noch gut 16 Mal machen und schon hast du das Match gewonnen. So, Majisk, 1-2, Device mit dem nächsten, Nummer 3. Da brennt gar nichts an, Freunde. Also hier gerade wirklich ein vorzügliches Spiel. Insgesamt natürlich unfassbar interessant, dass Astralis sich geschlagen geben musste. Gegen wen haben die jetzt gestern noch verloren, Alter? Astralis gegen die Jungs von Evil Geniuses. Ach ja, natürlich Energy, klar. Ich war gerade irgendwie komplett in einem anderen Universum und dachte mir, wie kann Astralis verlieren? Ist doch eigentlich nahezu unmöglich. In einer sehr spannenden Partie, muss man sagen. Yes, das stimmt. Das hat mir auch viel Spaß gemacht, die Partie. So, die weiß auf jeden Fall mit dem nächsten und man hat hier am Ende das 4-0 damit besiegeln können. So, AWP bei Device. Auf der anderen Seite sehen wir keine AWP. Hauptsache, du stellst deinen Becher von links nach rechts. Ja, warte mal. So. MSL gerade noch auf der Suche nach Informationen.
Und insgesamt wartet man erstmal ab, denn man hat gemerkt, Astral ist extrem schnell und zornig unterwegs. Ja, sehr zornig, wie Zeus, Zorngottes, auf den Olymp. So, aber auf jeden Fall geht es hier in die nächste Runde. Balance Smoke kommen im Außenbereich rein. Man versucht jetzt natürlich schnellstmöglich hier bei Astralis auch da eine Information zu bekommen. Schöne Flashbang, die von Optic Gaming kommt. Ja, Optic Gaming steht immer so im Schatten, immer irgendwie diese Wundertüte. Und ich glaube, das ist das erste große Turnier, wo sie halt echt mal aus dem Schatten von Astralis hätten rausspringen können. Ah, es wird noch negativ. Etwas dauern, würde ich sagen. Ja. Negativ fürs Erste. Dafür ist Optic Gaming noch nicht stark genug. Aber man möchte sich gerne eines Besseren belehren lassen. Config und so sind ja auch alles schon extrem alte Hasen, genauso wie MSL. Die spielen ja auch schon seit 265.928 Jahren. So, aber das Aiming sitzt gerade bei Astralis extrem gut. Also jedes Duell, was man hier wirklich aktiv gegeneinander offen angeht, wird meistens von Astralis gewonnen. So, und bisher gibt es hier keine Runde. Dupree steht bereit, findet hier einen Cajun B mit dem Refrag. Auch das Duell wird von Siebnex gewonnen. Und damit ist nur Cajun B. Der hat 100 HP, 3 gegen 1 Situation. Sein Ausflug nach Amerika war ja nicht so erfolgreich. Jetzt ist er wieder bei Optik. Also wieder in der Heimat angekommen, aber trotzdem diese 2 gegen 1 Situation gegen seine Landsmänner. Das wird sehr, sehr schwierig. Und damit ist die 5. Runde für Astralos, den Schrecklichen. Ja, der dann morgen, wenn er hier gewinnen sollte, wieder gegen Team Liquid im Halbfinale spielt. Wolltest du nur nochmal sagen. Aber heftig, heftig, heftig auf jeden Fall. Was für ein hohes M-Niveau man gerade präsentiert. Also sie drücken auf jeden Fall richtig schnell und da hat man auf jeden Fall auch große Schwierigkeiten gegen anzustehen. So, und es ist wirklich momentan, Counter-Strike ist so die Szene des Gewichtsverlusts, ne? Also Sonic auch extrem an Masse verloren. Echt? Ja, Tatsache. Ja, definitiv. Also der war auf jeden Fall bulliger. Der sieht ja richtig gesund. Der sieht aber richtig... meiner Meinung nach richtig gesund aus, Mann. Braun war der schon immer, der Mann. Ja. Ich weiß auch nicht, was er macht. Scheinbar hat er irgendwie eine Sauna und ein Solarium bei sich zu Hause. Uiuiui. Also wundert euch nicht, liebe Zuschauer, bei den Replays ist der Sound immer ein Ticken lauter. Dementsprechend da vielleicht ein bisschen schwierig, uns zu hören. Aber im Allgemeinen hier mitten im Spiel sollte es richtig eingestellt sein. Yes. So, also, Device im Außenbereich unterwegs. Yes. Es ist ja doch ein ordentliches Rating abgeliefert von 1,21 über das laufende Turnier. So überdurchschnittlich sehr, sehr gutes. Fast so gut wie ich. Aber halt nur fast. Ja, und fast so gut wie ich, ne? Ja gut, da kommt keiner ran. Ich weiß. Du bist halt in Counter-Strike selbst müßig. Ja. So, oben auf dem Silo ist noch ein weiterer Spieler abgestellt, aber man hat jetzt trotzdem erstmal 4 weiter nach unten geschickt. Da wartet der herrliche Glaive, der jetzt gleich hier die erste Information bekommt. Man hat es gerade gesehen, an diesem Aim-Stab da, die Aim-Richtungsanzeige hat gezeigt, dass er da immer wieder auf die Kante aimt. Und dementsprechend waren natürlich für ihn diese Dinge extrem wichtig. So, der herrliche Glaive holt hier auch, das ist ein sensationell guter Name, Venom. Der herrliche Glaive holt hier sehr viel Zeit raus und er macht sehr viel Schaden. Also 2 Leute, das ist auf jeden Fall schon mal, ja, den Soll erfüllt. Rotation kommt von 7 nix. Pünktlich rein. Ich bin jetzt selber geschockt. MacDigital Soul bringt mich erst da drauf. Das ist der Map-Pick von Optik? Ja. Sie weichen der Birne? Können sie halt spielen, ne? So, keine Ahnung. Ja gut, ja gut. Dupree auf jeden Fall mit dem nächsten Frag und das ist das 6:0. Also ich dachte, das wäre halt der Map-Pick von Astralis. Habe ich total vorausgesetzt, aber es ist wirklich der Map-Pick von Optik. Ja, und Astralis hat sich da das 2 gegönnt und da muss man wirklich sagen, nein, Quatsch, das war Liquid gegen G2 auf das 2, die so stark waren, aber momentan Astralis trotzdem auf das 2 wirklich fulminant unterwegs. Genau. Hier ist es aber gerade eher für Optik, ja, auf die Backen, 6:0. Sie müssen wieder in die Eco gehen, bisher hat Astralis hier keine Probleme, sie können ihr Geld oben halten, auch wenn Optik da das ein oder andere Mal ein bisschen Schaden macht. Aber das sieht doch gerade sehr leicht aus für Astralis. So, jetzt wird hier einfach rangegangen. Magis geht hier direkt auf Movie. Aber so richtig auf Movie. Ey, und die Granate hat echt gesessen. 95 HP HE. Sieht man auch wirklich nicht allen Tagen. Der Daumen gemacht, ja. Und das Geile ist, die ist genau in den Eiern gelandet. Safe Call. Hast du die Peps noch genommen? Boah, Junge! Config, beruhig dich. Alter! Also der hat auf jeden Fall die Peps noch genommen.
Astralis ist Endboss auf Nuke, allerdings. Ja, aber der Spiegel bricht. Das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt Teams, die auf Nuke sehr stark aufgeholt haben. Die Astralis auch das Leben zur Hölle machen können auf Nuke. Darunter Energy, darunter Team Liquid. Oh also. Gott, Big Yui, du geile Sau! Alter! Oh, nächster Versuch, aber dann oben ist dann doch zu viel. Trotzdem, Config nochmal zwei Spieler rausgenommen. Das ist wichtig, dass man bei den CTs das Geld dezimiert, klein hält. Aber das reicht noch nicht. Genau. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Wenn wir einfach mal die letzten Ergebnisse auch von Astralis auf Nuke vergleichen, haben sie dreimal gespielt in den letzten drei Monaten. Einmal haben sie es gegen Energy beim Starladder Major verloren, ansonsten hatten sie gegen G2 mit 16-7 gewonnen. Astralis hat gegen Fnatic bei der ESL One Cologne 2019 gewonnen. Ja, ne? Wie sieht's denn bei Optik aus? Bei Optik, die haben es natürlich des Öfteren mal gespielt. Ganz kurz noch vorneweg, wo sie es auch noch gespielt haben. Wie gesagt, gegen Energy, da haben sie 16-4 verloren. Sie haben gegen Furia 13-16 verloren. Sie hatten gegen Furia nochmal verloren. Und sie hatten gegen Enz verloren. Das heißt, wie gesagt, sie sind da besiegbar auf jeden Fall. Auch wenn sie da immer noch zu einem der besten Teams der Welt gehören, ist es immer noch ein Team, was man, wie gesagt, besiegen kann. Ja, und jetzt machst du mal kurz den Blick einen Zentimeter nach links und dann siehst du, es lebt nur noch einer, das ist Nico. Ja, in der Zwischenzeit. Wenn du die Statistik vorgelesen hast, ist Dupree einfach aufs Terrordach, hat sich zwei Leute mitgenommen und ist wieder zurück in die Halle. Ja, läuft bei ihm. Ja, dann kann ich ja noch die Statistiken Optik vorlesen. So, Optik hat zum Beispiel gegen den FaZe Clan bei der ESL One New York gespielt, da hat man mit 16-11 gewonnen. Man hat gegen den Big Clan verloren bei der ECS mit 16-6. Das war das letzte Aufeinandertreffen, das war sogar diese Woche. Und man hat gegen die Movistar Riders mit 16-8 gewonnen und gegen Forze beim GG Bet New York Invitational mit 16-19 in der Overtime verloren, aber gegen XY dann wieder gewonnen beim Beijing Invitational. Ne? Das war jetzt sehr viel Information. Ich glaube nicht, dass das jemand sich alles merken konnte. Aber vielen herzlichen Dank für diesen Einblick. So haben wir auf jeden Fall schon mal ungefähr eine Ahnung, wie gut die beiden Teams in den letzten Monaten zumindest auf den Nuke unterwegs waren. Ja, da haben wir es gerade nochmal gesehen, wie frech er einfach offensiv gegangen ist. Also du darfst natürlich auch nicht vergessen, gegen Astralis wird das sehr oft als Safe-Bun auch genommen, weil keiner Lust hat, gegen Astralis eigentlich Nuke zu spielen. Nur wenn du dich halt wirklich sehr, sehr confident fühlst, dann wirst du es auf jeden Fall auch picken. So, auf jeden Fall. Auf jeden Fall 8-0 für Astralis. Die haben sich damit den Schnackelfax geholt, ne? Also so hat das jetzt Zorker damals genannt. Wenn man 8 Runden holt und damit schon die Halbzeitführung erreicht. Also ideal, wie es hier gestartet ist. Wie es natürlich weitergehen wird, ist die zweite Frage. Wir haben ja die letzten Tage schon einigen Mumpitz gesehen. Sipex Nummer 1, 2, 3 schafft er nicht. Tezzes kriegt die Antwort. Oh, zweite Antwort. 3 gegen 3 Situation. Kann man die Knoten jetzt hier platzen lassen? Wortwörtlich und endlich mal eine Runde holen. Dupree ist auf jeden Fall schon durch den Lobby ausschließen gegangen. Clave, der hat wieder Geister gesehen in der Smoke. Und Nico, der ist auf der Suche mit 12 HP. So, Clave, aimt das Timing, Alter. Das Timing hochziehen. So, die Weiß wartet unten Richtung B. Also jeder muss jetzt hier seine eigene Suppe kochen. Der eine Kartoffelsuppe, der andere Linsensuppe und der andere kocht eine Lauchsuppe. Ich koche einfach Fleisch. Was kochst du? Ja. Hasse Suppe. Was kochst du? Ja. So, die Weiß, der kann schon mal den Kartoffelstampf vorbereiten. Da ist aber noch Nico, der macht noch ein bisschen Salz in die Suppe und Astralis steht im 2 gegen 2. Hat aber den HP-Vorteil. Die Runde sieht gar nicht verkehrt aus für Optik. Boah, das ist die Position da einfach. Ja, Cage und B ist halt an der Super-Posi und jetzt muss Dupree hier das Ding machen. Aber nein, die Jungs holen hier wirklich eine Eco. Und das, obwohl die ersten beiden Frags sogar auf Sipex-Konto verbucht worden sind. Da war wirklich der Unter-Catch-Spieler der Schwachpunkt, der nochmal rumgezogen ist und dachte, komm, da ziele ich mal gegen die Jungs. Und dann stehen da natürlich dreimal und versuchen es in dein Köpfchen zu entladen. So, und da sehen wir es nochmal. Die ersten beiden Frags sitzen sogar noch ganz gut. Und dann dieser Peak da, der war sehr optimistisch. Da darfst du eigentlich nicht, wenn drei Leute durchpushen, rumziehen. Ist verboten. Ne? Yes. So ist es und es gibt wieder Tempo. MSL, Ingame-Leader und AWP-Spieler lässt sich die Weiß ganz schön vernaschen. Also das Timing, das hat hier nicht gepasst. Damit ist die AWP raus und die Rifles müssen das hier klären. So, die Weiß.
schöner Heiß. Damit erstmal down und ja, der Granatenschaden, der ist nicht schlecht. Das Gute daran ist einfach, dass du jetzt mit M4 natürlich einfach nur einen Klick brauchst, um einen Headshot zu vollziehen. Das ist so der Vorteil, den die meisten vielleicht gar nicht dahinter sehen, dass man auch relativ wenig Damage mit HE-Granaten als sinnvoll bezeichnen kann. Oh. So, Jitko Wortspiele, Failfish. Nein. Also hat jemand was hier gegen Suppe? Du bist, das war schon metaphorisch schön. Was hat hier jemand gegen Suppe? Ich hasse Ey, Suppe. Ich koch dir mal so eine richtig geile Suppe. Nein, was das hat mir schon jeder gesagt, ich hasse Suppen. So, Glaive, einer. Glaive mit dem nächsten Versuch, aber Tezess, der ist gerade auf jeden Fall aktiv. Der hat gerade Lust, der ist konzentriert, motiviert und bekommt hier auf jeden Fall was raus. Ich bin schwer enttäuscht, dass man was gegen Suppe hat. Ach, alles gut. Das Einzige, was ich mag, ist Käse-Lauchsuppe. Oder halt so. Oh, die ist doch lecker. Die ist sehr lecker. Ist auch keine richtige Suppe. So, Dupree bekommt hier den ersten. Und dann kommt Sipex aus der Ecke. Kriegt hier auch nochmal den nächsten. Und das ist richtig gut aufgeteilt von mehreren Hochzeiten. Wird da auf jeden Fall ein bisschen Post zugesendet. Nochmal Jisk kann da mal die Glückwünsche in den Kopf entladen. Und Cajun B im 1-on-3. Ja, und jetzt wird es natürlich schwierig. 1-on-2 war's. Einer war schon tot. So, ist auch mit gestorben. Auch keine Suppe, wenn man krank ist. Da könnte ich 3 pro Tag essen. Nee, wirklich. Also ich bin kein Suppenfan. Das Einzige, was ich mag, ist Tomatensuppe, Käse-Lauchsuppe. Und dann so diese Cremesuppen wie halt Spargel oder Pilze. Das geht. Aber okay, das, eigentlich, ich würde mich da niemals von gerne ernähren. Das ist eher so ein Bringsel. Eigentlich kann man fast schon sagen, wenn die Konsistenz vom Gulasch stimmt, ist es auch schon fast Suppe. Gulaschsuppe ist eine Offenbarung. Ja. Aber ich wollte gerade sagen, machst du da ein bisschen mehr, lässt es reduzieren oder dickst es mehr an und dann ist es ein Gulasch und dann schmeckt es halt noch besser. Ja. So, aber egal. Liebe Freunde, lasst euch davon nicht jetzt beeinflussen. Jeder darf natürlich mögen, was er mag. Was für eine Regel, ne? Schöne Gyros-Suppe. Habe ich noch nie gegessen. Alter, so. Zwiebelsuppe mit überbackenem Käsebrot. Geil, Alter. Richtig gut, Mann. Lieb ich. Spargelfrühdeivel. Suppe ist eine Vorspeise. Dankeschön. Suppe immer von Oma. Yes. So, 9-1. Astralis kann es verhindern, dass Optik sich hier eine Folgerunde holt. Aber Optik hat natürlich dementsprechend einen Loser-Bonus aufgebaut. Für alle, die vielleicht länger nicht zugeschaut haben. Früher war es so, hast du eine Runde nach deinem Winning-Streak verloren, nee, nach deinem Losing-Streak gewonnen. Dann ist dein Loser-Bonus auf 0 reduziert worden. Hier ist es echt, dass es immer plus 1, wenn du eine Runde verlierst und minus 1, wenn du eine Runde gewinnst. Ja, dann bist du, warst du am Arsch sozusagen. Okay, schöner Nico. Kill von Nico. Sehr schön. Ja, der Money-Reset, ne? Der berühmte. So. Also, damit geht es im Außenbereich für Glaive wieder nach vorne. Kann man den Vorteil sich hier wieder arbeiten. Glaive will es jetzt natürlich nicht übertreiben. Da liegen ein paar Smokes, die kann er jetzt als Deckung nutzen. Ansonsten haben sie wieder den Vorteil. Optik wirkt hier sehr. Das wirkt sehr nach gezwungenem CS. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Sie suchen halt die Öffnung, sie verlieren aber meistens die Duelle. Und wenn sie dann mal eine Öffnung finden, dann sieht es meistens nicht so gut aus. Jetzt wird hier im Außenbereich nochmal das Duell gesucht an der Rampe. Da steht die Weiß immer noch bereit. Der kriegt einen einfachen Kill gegen Tezess. Also da machst du halt nicht viel und die Weiß zieht sich dann jetzt auch zurück. Also sie wissen auch den Ernst der Lage, dass Optik halt auch zurückschießen kann. Mhm. Aber sie haben dann ganz gutes Mittel, freches Counter-Strike zu zeigen, aber trotzdem... Wenn es dann hart auf hart kommt, können sie immer sich noch zurückziehen. So. Committen. Oh, das darfst du nicht verlieren, Dupree. Das ist jetzt wirklich schwach. Aber Nico bekommt hier auf jeden Fall einen ganz, ganz wichtigen Anteil an dieser Runde. Und jetzt hat man eine 3-gegen-3-Situation daraus erspielt. Sipex ist, glaube ich, so der größte Unruheherd jetzt hier in dem Augenblick. Und Config an seiner Position könnte jetzt gleich nochmal gegen die Weiß hier punkten. Aber nein, man passt auf. Config rausgenommen. Jetzt Nico auch nicht mehr das Duell gewonnen. Und dann ist es Cajun B alleine gegen 3. Und der ist oben. Und ja, der sucht jetzt auch erstmal Suppe, weil die Zähne werden gleich rausgeschossen. Ja, auf jeden Fall. So, Bombe. Jetzt bin ich Hunger, ey. Runde ist vorbei. Musst du jetzt warten, dass die Runde wirklich auf... Aber gut, Glaive muss natürlich da jetzt abdrücken, lässt sich ja selber nicht töten. So, 10-1 für die Herrschaften von... wie heißen sie nochmal? Astralis. Ja, die gibt's auch noch. Ja, ne, also, jetzt habe ich Hunger, jetzt habe ich Bock auf Suppe. Ja, Süppchen, ne? Das Wichtige ist ja an Eintöpfen und Suppe, dass man sie sehr, sehr lange kochen lässt. Ich habe auch noch nie den Hype um Linsensuppe und Erbsensuppe. Ich habe es einfach nicht verstanden. Brückelbohnensuppe ist geil. Oh, die ist so lecker. Aber ich kann es verstehen, dass es Leute mögen. Ist in Ordnung. Ich mag es einfach nur nicht so gerne. Boah, schneller Push Richtung Wendt, oder? Nee, will man nicht. Man geht einfach Richtung A drauf. Rennt man mit Gist und Dupree rein. So, mit Gist, der bereitet schon mal das Gemüse vor.
Und dann wird Optik Gaming hier komplett einfach nur in Wasser geschmissen und gekocht, ja, wie ein Suppenhund. Und MSL, ja, der ist das letzte Suppenhund. Der wurde vorher noch gerupft. Ja, der wurde vorher noch gerupft. Der darf nichts mehr. Nein, ich bin normalerweise niemand so jemand, aber das hat jetzt einfach zu den Wortspielen gepasst. Ja. 11:1, liebe Freunde, das ist natürlich auch eine Schnapszahl, 111. So. So, Ramen. Nee, ich hab noch nie Ramen gegessen. Ich war mal im Restaurant, da habe ich auch was anderes gegessen. War auch lecker. Aber ich wollte schon immer mal zum koreanischen Barbecue gehen. Ich werde auf jeden Fall, Ramen ist etwas, was ich wirklich mal probieren werde. Das hat ja auch, da ist auch viel Fleischanteil. Da sind ja richtig fette Stücke, so Schweinebraten und so ein Kram drin. Ne? Oder halt auch diese Fischstücke und so. Aber auch das, nee, sorry. Ich würde mir niemals irgendwo im Restaurant freiwillig eine Suppe bestellen. Also, was ich sehr gerne esse, ist... hier in Spandau gibt es einen, erstmal gibt es hier den Push, ne? Mal gucken. Ja, genau. Eins, zwei, so. Fast noch. Ja, nicht ganz. Ich dachte jetzt echt, das Restaurant heißt, ja, hier gibt es übrigens den Push. Ja. Aber dann hat Tobi doch mal die Kurve noch hier in die Runde gekriegt. So, mal gucken, was Config hier noch machen kann. An der Rampe geht es nach vorne, dann erkläre ich dieses leckere Gericht. Einer meiner Lieblingsgerichte, wirklich super lecker. So, erstmal gucken, was Config hier macht. Das esse ich sehr, sehr gerne. Astralos ist auch sehr gerne Gyros. Eine Runde Optik. Astralos ist Gyros. Fun Fact, T2 hat mit Shox nie gegen Ends im Best of 3 gewonnen. Heute ohne ihn wieder. Nice. Krass, geil, Kado. Vielen, vielen Dank für diese Information. Jetzt ernsthaft. So, Bombe kann geblendet werden. Für Astralis geht's in Retake. Na, die Runde sieht doch gar nicht so schlecht auf einmal aus. So, Device geht hier nochmal mit der Deagle langsam nach unten. Er sucht den Kill gegen Nummer 1. Muss er gar nicht eingreifen. Jetzt ist Supreme. Was hat der denn gemacht? Hat er sich rechts und links gedreht? Ich glaube, da gab es gerade auch noch einen Team-Attack. So, Config auf jeden Fall jetzt hier gegen Device. Dupree 1 gegen 1. Was ist das, und die Runde? Oh, jetzt hat er sich natürlich verraten durch die HE. Ja, das war's. Und da hat er keine Chance. 11:2, also Optik. Beide Runden, die sie geholt haben, waren in einer Eco. So, jetzt erzähl uns dein Lieblingsgericht. Durchgekommen. Also, du nimmst Sushi-Reis. Da machst du dann ein bisschen Salat rein und ich habe bei Salat schon abgeschaltet. So ein japanisches Omelett. Ja. Und da kommt dann 4 große frische Scheiben Lachs drauf. Hat also das so einen richtiger Namen? Lachs. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich sag immer, ich hätte gerne die M18. Dann kriege ich das einfach. Ah ja, okay, alles. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Aber das ist sehr, sehr lecker. Mit ein bisschen Sojasauce drauf. Super geil. So, das Essensthema werden wir jetzt stoppen. Keine Sorge, liebe Freunde, wir werden uns jetzt wieder auf Counter-Strike konzentrieren. Da ist gerade auf jeden Fall Config abgesegelt. Der wollte oben vom Silo runterspringen auf das Main-Dach, wurde aber dann gehittet in Air und dadurch ist er natürlich wie ein Sack Sushi-Reis, auf den Boden gefallen. MSL bekommt hier den ersten Frag gegen Glaive, aber hat selber auch 99 Damage kassieren müssen. So, also Optik, aber hier ganz schön ramponiert. So, mal gucken, da wurden die Chips ordentlich in der Tüte einfach nur gepresst. Damit sind nur noch Krümel übrig, wenn es so weitergeht. Ich habe gerade so Hunger, ich habe so viele bei Essen geredet. Chips. Also wenn du von asiatisch auf Chips gehst, dann sind wir bei Kröpöck und da bin ich richtig dabei. Warst du Krabbenchips oder was? Ja, Mann, Ultra. So, oben der Cat. Uiuiui, man hört die Steps auf jeden Fall runterjumpen und die Frage ist, in welche Richtung wird es gehen? Majisk mit dem ersten, wunderprächtig, und jetzt gleich kommt noch jemand nach vom Cat und das ist stark! Sipix, Frühdame, aber T6, der möchte jetzt hier im 1-on-3 arbeiten, aber Device beendet das 12:2 und mittlerweile, ne, die haben immer noch Geld, weil die so viel Loser-Bonus haben, ey. Ja, die werden niemals arm. Ja. Toll, und ich verhungere hier gerade, schreibt Flö. Der eine fährt schon zum Mc's. Ich fahr McDonald's, vor allen Dingen fahr mit F-A-R. Alter, er hat es selber gemerkt. So, wie viel hast du denn? Würdest du jetzt essen? Ja. Wer sind unsere Lieblingsteams? Ich glaube, deins ist Liquid Astralis. Oder Astralis, oder? Astralis. Puh, schwierig. In letzter Zeit finde ich Tai Lu eigentlich geil, aber die haben mich sehr enttäuscht auf dem Major. Aber klar, natürlich, meine zwei Steckenpferde sind natürlich Sprout und Big, weil es einfach das einzige deutsche Counter-Strike ist, was du international irgendwo erwähnen kannst.
Ja, ist einfach so. Muss man ja so mal auf den Punkt bringen. Ja. Da bin ich natürlich total mit Herzblut hinterher, aber sonst würde ich echt Taidu sagen. Also, shame on me, aber die Franzosen. MSL mit dem ersten Kill im Mac. Und das wäre natürlich wichtig, dass du zumindest eine dritte Runde hier holst. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier wirklich Optik auf der City-Seite mit 13 Runden auffährt oder so. Negativ. Das ist für mich, also kann passieren, aber ich, ne, die Quoten dafür sind unbeschreiblich, ja, lächerlich, unwahrscheinlich. So, aber das Ding ist halt, was mir auch in letzter Zeit wirklich sehr gut gefällt, wenn es um Counter-Strike geht, ist North. Aber die spielen so unkonstant. Das ist sehr schade. So, die Pre-Sip-Packs kriegen beide nochmal zwei weitere Frags. Man hat hier die ersten beiden auf Optik Gamings Seite gehabt. Aber man kann es nicht halten. Und das ist natürlich immer wieder ein Faktor, der wichtig ist. MSL gegen Majisket das Duell geholt. Und damit hat hier Dupree und Sip-Packs eine große Aufgabe. Dupree gefällt mir in diesem Spiel bisher noch nicht. Sip-Packs kann natürlich jetzt wieder zeigen, wie man hier die Sachen wegklatscht, ne? Jo. Also, Klatschminister ist da und fängt an. So, Dupree sucht das Duell, verscheißt hier gegen den MSL. Der steht da nämlich gut an der Kante bereit. Und jetzt ist Sip-Packs, der rechnet schon alles durch. Die Wahrscheinlichkeit geht gegen null. Ich muss ganz schnell was sagen. Es war nicht Tailu, ich meine Vitality. Wie kommt Vitality? Ich auf Tailu? Wahrscheinlich wegen Saiwu. Ach so. Ach, geil. Okay. Er redet über Vitality. Ich meine natürlich Vitality. Deswegen die Franzosen. Verzeiht bitte. So, Ladies and Fellas, hier sehen wir wieder die Weiß. 14-7 Stats, ADA von 82,3. Eine KD-Ratio von 2.0. Wir werden ein kurzes Päuschen machen. Tobi kocht sich ein kleines Süppchen. Und dann sehen wir uns in 2,5 Minuten hier mit der ESL One New York 2019. Bis gleich.
So, wir sind zurück. Das Gericht wurde auch herausgefunden. Es heißt Don Buri. Genau. Also Don und Buri. Kennt vielleicht der ein oder andere. Ist super lecker. Eine Reisschale mit Eds. So, aber er hat mir ein Bild davon gezeigt, was er immer isst. Es sah wirklich vorzüglich aus. 8,50 Euro das Ganze. Kommt nach Spandau und wir essen zusammen eine Schale Don Buri. Da so, war ich instant dabei. Meine Damen und Herren, wir sehen hier das Team Astralis. Man muss wirklich sagen, so von der Optik her sind die, das war jetzt keine Anspielung auf Optik Gaming, aber von der Optik her sind sie wirklich extrem fokussiert. Da wird wirklich nicht rumgealbert, nichts gemacht, sondern wirklich nur ganz gerade, ganz straight wird da das Spiel runtergespielt. Und ich glaube, Astralis braucht auch genau das. So, 12:3, jetzt die Pistole, natürlich extrem wichtig für Optik. Schöne Smoke. Yes, die Smoke ist nice reingeflogen. Astralis versucht jetzt den Außenbereich einzunehmen. Sie haben noch eine P250 bei Device dabei. Eigentlich gang und gäbe, weil er immer die P250 in vielen Situationen einfach gedroppt bekommt und als Raid-Boss eingesetzt wird, um den Gegner niederzustrecken. So, Molotov hat man auch dabei. Finde ich sehr cool. Und zwischenzeitlich fängt man unten an und geht über den Heffen. Finde ich mega nice. Das wird man niemals auf dem Schirm haben. Never. Never, never, never. Ach, Dupree, was ist denn los mit dem heute? Also und der gefällt mir überhaupt nicht. Nico? Ja, einen. Den zweiten. Jetzt hat man seine Position aber lokalisiert. Es ist trotzdem eine 4-gegen-3 Situation. Und Optik Gaming hat halt die USPs. Das ist ein Vorteil. Es sei denn, du stehst sehr close gegeneinander. Jetzt werden natürlich auch hier die Waffen ersetzt. Zwei USPs auch bei Astralis in den Händen. Boah. 3 gegen 3. Oben Cat, Dupree mit einem weiteren. Boah, Junge, da knommen aber auch die Kellen schon wieder raus. Und jetzt Config alleine gegen 3. Den ersten hat er schon mit einem One-Shot rausgenommen. Und jetzt muss er das Duell suchen. Stark, Config! Boom, Alter! 4K von ihm. Junge! Das darfst du nicht verlieren. Aber Hammer! Der hat fast den Spieler noch im Sprung bekommen hinter den Brennstäben. Junge, 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 wie kann er das denn bitte holen, ey? Geisteskrank gut gespielt. Da hinten sitzt er. Der Admin, den kenne ich irgendwoher, der da steht. Admiral. Echt? Ist das Admiral? Gerade wurde irgendwas geschrieben, Admiral, im Chat. Echt? Keine Ahnung, ob das jetzt deswegen so ist, ich weiß. Ja, den kenne ich, den Admiral. Ja, knallhart. Ich weiß auch nicht, wie er da Vents überlebt hat. Scheinbar hat man sich da wirklich ausgetanzt gegenseitig, stand nebeneinander und wusste nichts voneinander. Aber wir sehen es jetzt gerade auch nach dem Bombplant. Wir gucken auf das Geld bzw. auf die Waffen von Astralis. Und bei solchen Situationen, wenn du jetzt auch vier... Okay, so, Entschuldigung, Dupree, dass ich dich kritisiert habe. Wenn du dann vier SMGs auf der Seite von Optik siehst, fragst du dich immer wieder, wer hat eigentlich hier die Pistole gewonnen? Und das ist natürlich ja der neue Kniff der Dave? Geldmeter. Dave? Superx mit dem Backup, okay, ich habe nichts gesagt. Tschüss. So, es geht auf jeden Fall nach vorne. Ja, Config war schon immer einer der Spieler, die halt wirklich vom Aiming her Weltklasse waren. Egal an welcher Waffe. Wurde meiner Meinung nach mal wirklich als das dänische Talent gehandelt, aber irgendwie ist er so ein bisschen untergegangen. So, aber trotzdem, die Runde sieht gut aus für Optik Gaming. CT-Seite läuft um einiges besser als das, was wir auf der T-Seite gesehen haben. Kommen viel früher rein. Vegis, der lebt noch mit der Krieg. Wird jetzt hier eingekesselt von allen Seiten. Kann sich noch ein bisschen frei bewegen, dank des Molotovs, der hinter dem Spot brennt. So, und damit ist es mit Jisk. Was will er machen? 41 HP. Er hat die Bombe. Könnte theoretisch nochmal legen. Auf B-Side. Zwei holt er noch. Ah, gut, KJB ist einfach zu stark da. Oh Gott. Okay, ich nehme das aber auch ernst, dass ich das sage. Mit zwei holt er noch. Nein. Also Nico, schön den Jiggle Peek gemacht, da hat er ihn so ein bisschen aus seiner Komfortzone geholt, was ja, die Schussfrequenz angeht und dementsprechend haben wir hier die nächste Runde für Optik. Also, man startet vernünftig rein. Wichtig wäre natürlich die Pistole für Astralis auch gewesen. Ja, aber ich denke, der Vorsprung ist trotzdem gut genug, dass sie damit einfach arbeiten können. Oh, cool. Ey, Sound vor Ort. Nice. Ja. So, ich brate mir jetzt einen Buckel, weil hab Hunger. Ja, viel Spaß, ne? Kannst was vorbeibringen. Würden wir nehmen. Buckelwal. So, auf jeden Fall, Astralis nimmt einmal frittiertes Optik Gaming ab der nächsten Runde. Bisher sieht es aber ganz gut aus, dass sie auch frittiert werden. Wenn Astralis dann hier schafft, die Partie frühzeitig zu beenden. Erstmal in der Runde sitzt du Deagles.
Und selbst das Elbing sollte Optik haben, um die Runde easy peasy zu gestalten. Aber teuer kann sie trotzdem werden. Die sind alle gut an der Diegel. Ah, Dave zieht sogar nicht nochmal zurück. Hat jetzt die M4. Jetzt hat er natürlich die Möglichkeit nochmal zu arbeiten. Und kommt da aus der Molotow nochmal raus. Und das könnte jetzt natürlich Nico an der Mac komplett verkaufen, weil der rechnet nicht damit, dass da halt jetzt schon niemand hochgekommen ist. Hier hat er jetzt gerade die Information gesammelt. Sipex. Ach, ist an einer ganz anderen Baustelle gerade zugegen. Und ich glaube, die Glaive wurde gerade aus der Mac gesehen. Jo. Jo, wie gesagt, das sieht auch gerade ganz gut aus. Also wie gesagt, Optik ist halt auch kein aim-schlechtes Team, um Gottes Willen. Aber es fehlt meiner Meinung nach, das größte Problem bei Optik ist halt Konstanz. Und da bin ich selbst mal manchmal sehr geschockt, was Optik auf dem Server abliefert. Manchmal sind da Traumpartien dabei und manchmal sind da echt Katastrophen dabei. Da willst du einfach nur auf dem Boden rumrollen und ja, irgendwie sterben. Keine Ahnung. Was erzählst du da? Also Jitko braucht unbedingt Suppe. Das steht auf jeden Fall fest. Oder Donburi, ne? Donburi. So, CSGO schauen im Bus wäre bei 1.6 noch nicht gegangen. Da sage ich dir was, Sabi 222. Da gab es noch so einige Dinge nicht. Da konntest du auch nicht zwischen den Zahlen hin und her drücken und auf die verschiedenen Spieler springen, sondern du musstest wirklich durchklicken. Mit Rechts- und Linksklick gab es einen Spieler nach vorne, einen Spieler zurück. Ends. Ja, damals war alles nicht so toll. Ne? Ja, für den Observer. Vieles war toll, aber für die Observer war es wirklich ganz schlimm. So. Ladies and Fellas, gibt es hier vielleicht doch noch das Comeback? Ich hab ja eben gesagt, niemals schaffen die es 13 Runden zu holen auf der City-Seite. Die ersten 3 von 13 haben sie geholt. 10 fehlen nur noch, bei Astralis ganze 4. Ups. So, MSL steht da bereit. Einer springt durch, zweiter springt durch, dritter springt durch. Richtig Heidi gerade unterwegs hier. Der Ziegenpeter erstmal die Ziegen über die Klippe geführt. Und damit hat sich Astralis natürlich jetzt den Raum gegönnt. Keine Ahnung, warum man da so stehen bleibt, aber MSL ist auf jeden Fall schon mal am Start für den ersten Break. Die weiß mit der Antwort. Und jetzt gibt es hier natürlich erstmal die Duelle. Die Jiggle Peaks, die sind da. Hinten und vorne müssen zusammen eigentlich rumziehen. Die Flashbang kommt und er trifft die nicht. Und damit ist es hier der nächste Break. Genauso wie Dupree. Und der, oh, fast noch mit dem zweiten. Uiuiuiui, man kommt hier also durch. Kann damit die Bombe legen und damit zieht Astralis zumindest erstmal Phasenstrich Nummer 1. Phase Nummer 2 wird vorbereitet, nämlich jetzt die Partie nach Hause zu bringen. Optic Gaming muss hier einiges noch gegenwerfen. Auf jeden Fall wird es erstmal der Safe. Das Geld sieht nicht so gut aus. Das heißt, Astralis kann früh genug den Umschwung bringen, Optic Gaming safen zu lassen. Dazu werden sie gezwungen. Ich muss ja das erste Mal zu LP Senk Arschloch sagen, ne? Warum? Weil er hier schön auf meiner Wunde rumreibt, dass man damals auch noch zeichnen konnte in CSGO. Hör mir auf, Mann. So schade, dass das nicht mehr gibt. Das war wirklich, ich schwöre, wenn es eine Sache gab neben meiner Emotion, dann war das Zeichnen eine Sache, womit ich mich abheben konnte als Caster, weil ich das einfach so geliebt habe, Junge. Ich habe das durchgespielt. Ich habe das auch geliebt. Boah, hatte ich das mit dir? Nee, ich hatte das mit René am Wochenende, habe ich auch gesagt. Ja. Es fehlt einfach. Man kann so viel zeigen. Man konnte so viel zeigen. Früher hätte ich das, dann habe ich so gesagt, früher hätten wir das zeigen können. Heute geht das nicht. Yes. Yes. I'm in a dille. I'm in a dille. I'm in a dille. So. Das Ganze könnt ihr natürlich auch nochmal mit Tickets machen. Kauft euch I'm in a dille Tour von Venom und Jitko. Wir werden. Ja, so, das ist aber Cheat, Alter. Hey, Mary ist auch wieder am Start. Grüße gehen raus. So, Tobi hat entdeckt, dass man einfach nur die Ratsche den Stiel drehen kann und dann ähnliche Effekte erzielt. Wie viel verdienen die pro Spiel? Ich habe das Ganze so nicht runterrechnen. Die werden nicht für Spiele bezahlt, die haben ein monatliches Salary und bekommen halt das Preisgeld oder Anteile des Preisgelds, je nachdem, wie die vertraglich geregelt sind. Aber im Monat in Astralis kannst du schon über 50.000 oder um die 50.000 ausgehen, würde ich sagen, bekommt jeder Spieler. Was auch noch Sponsoring-Einnahmen etc. angeht. Ja, also. Gerüchte, oder mehr sogar. Gerüchte behaupten, Legenden besagen, dass BlameF bei Complexity 35.000 im Monat kriegt. Ja, siehst du mal, BlameF, ey. Und wenn der 35.000 kriegt, dann was bekommt Astralis, ein
hier ein Sipex oder ein Device bekommen dann schön ihre 80, 90k. Mhm. Aber wie gesagt, du kannst auf jeden Fall von über 50.000 im Monat ausgehen, würde ich jetzt einfach mal spontan sagen. Aber es ist natürlich auch immer sehr abhängig davon, wer du bist, bei welchem Team du bist. Ich glaube, ein Kerrigan hatte damals mal gesagt, dass er 9.000 Euro im Monat verdient hat. Aber der hatte natürlich auch nicht immer das Perfekte. 25.000 wurde heute sogar bestätigt. Wo steht das? Das würden wir auch... Haben wir eine Quelle? Bitte eine Quelle. Ja, yeah, bitte. Bitte. Ohne Quelle ist gar nichts bestätigt. Ich will eine Quelle. Keine Sprudelquelle, sondern eine... Quelle, wo das steht. So, auf jeden Fall eine von den vier Runden hat sich Astralis schon gegönnt. Man muss das in Relation setzen. Optik hat 3 gemacht, in der Zeit Astralis 1 gemacht. Wenn man das Ganze jetzt hochrechnet, dann sind wir bei 9, sind wir bei 14, sind wir bei 12, sind wir bei 15, sind wir bei 15, sind wir bei 16. Also, das, wenn es diesen Trend beibehält, wird es schwierig. Aber der große Punkt, wenn Astralis diese Runde hier holt gegen Optik, dann ist Optik auch schon wieder broke. Und dann hast du eigentlich schon wieder wirklich, da ist dann wirklich der Dampf groß vom Code. Boah, dickes Brett von Glaive. So, damit ist Astralos 13-6. Ja, Bombe liegt und sie müssen safen. Bitter, bitter, bitter. Ja, es nimmt hier ohne Quelle keine Welle. Okay, den finde ich jetzt mega lustig. Ach ja. Nieden auf Twitter hat es geleakt. Was war das denn jetzt? Was die jetzt für ein Spiel bekommen oder was die im Monat bekommen? Das finde ich schon ziemlich wenig im Vergleich zu dem, was G2 damals geleakt hat und was BlameF laut Quellen bekommt. Oder meinst du das Gehalt von 25.000 bei BlameF? Wahrscheinlich. Ich kenne den Typen nicht mal. Wer ist das? Nee, den weiß ich jetzt auch gerade nicht, aber... Googeln. Nebukadnezar. Das habe ich ja so lange nicht mehr gelesen. Ist nicht Nebukadnezar, war das nicht die... Das war das Schiff von Matrix. Ja, genau. 25k monatliches Gehalt. Jo, genau. Wer denn, lieber Cardo? BlameF oder was? Oder wen meinst du? 500k Ablöse. Warum ist der denn so viel wert, Alter? Weil das Talent ist. Ja, das nenne ich mal. Glaube ich dir nicht. Naja. Bizeps. So, 14-6. Astralis hat hier, ja, nachdem sie bei Optik erstmal ein bisschen auf Stein gebissen haben, die haben nämlich sehr, sehr gut gegengehalten jetzt, die ersten paar Runden, sind sie jetzt doch mal wieder so ein bisschen in ihrem Rausch. Auch hier Device mit dem allerersten Frag in der Runde. First Blood. Erzählt mehr von Essen, nein, nein. So, Config. Hat sich eine sehr gute Position gewählt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Device die Ecke... eigentlich müssen sie es checken. Sie sind zu viert. Wenn da nicht der Erste irgendwie rumzieht und checkt, nein, tun sie echt nicht. Und dann kriegt er sogar noch einen Zweiten. Mehr aber auch nicht. Trotzdem ist das schon, ja, mangelhaft gespielt in dem Augenblick. Die Ecke musst du eigentlich checken, nachdem du erstmal vorne die Kante überprüft hast. Aber rechnest du natürlich nicht, dass der da alleine einfach mal gegen vier Mann so weit nach vorne geht. Da müsste ich meine Lebensqualität aber stark reduzieren mit 25.000. Okay. Da willst du gar nicht, wie mein Helikopter tanken sollte. Willst du mein Freund sein, Skimmy? So, TSS 1-3 und auch da gibt es erstmal die Backen voll. 15-6 und Astralis, die spielen das hier wirklich locker flockig runter und wir heben es nochmal hervor. Das hier ist der Map-Pick von Optik. Gleich gibt es noch das 2 als weitere Map und wenn wir richtig Glück haben, dann gibt es auch nochmal eine dritte. Und dann geht's heute nochmal schön bis 4 Uhr, Jitko. Was sagst du denn da? Ja, gut. Hast schön. Bock? Ich freue mich drauf. Wird bestimmt spannend. Dann kannst du noch Donrubir oder wie das heißt, Donburia. Ja, hole ich mir dann beim... beim Feierabend holen, ja. Beim Sü ab oder wie das Laden, wie der Laden da heißt. Das Sülab. De Sü. So, richtiger Pace. Gibt's da erstmal, boah, rein in die Halle. 15-6 ist der Spielstand. Man hat schon 2 Spieler wieder verloren und man muss den Retake starten, denn sonst ist das Spiel vorbei. Und das könnte es jetzt gleich sowieso schon sein, zumindest ja. Die erste. Man hat auch keine Granaten mehr, außer Flashbangs und 2 Smokes. Also nichts zum Ausbrennen. So, Tess wird reingeschickt. Glaive gibt direkt halb geflasht ins Gesicht. Die weiß auch noch einen hinterher. So, und das war's. Ja, eine sehr eindeutige Map, würde ich sagen, mein Lieber. Nee, fand ich ziemlich spannend. Ja, Optik war spannend. Lange Zeiten eigentlich viel besser. Nee, ja,
Extrem. Einfach eine typische Astralis-Show. Wichtig, 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 wichtig. Bitte nur, jetzt nicht diesen Liquid-Effekt, dass du die erste Map richtig eskalierst und dann die zweite Map komplett abkackst. Also, da wünsche ich mir von Ihnen einfach die nötige Professionalität und das nötige Durchhaltevermögen. Ja, also, wir machen jetzt noch eine ganz kurze Pause. Ihr könnt das auch genießen, dann sind wir circa 15 Minuten wieder da mit Counter-Strike. Hier noch ein paar Replays und dann sind wir, ja, in 15 Minuten wieder da, würde ich sagen. Bis gleich.